Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 21. September und wir haben heute hier im Studio den, sag selbst, Gonzales von Gonzales und Clint. Ja, von Gonzales und Clint. Das ist der YouTube-Kanal. Den könnt ihr auch mal anwählen und könnt mal gucken. Da geht einiges. Und heute haben wir auch am 21. September ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind heute ist Henning Fritz. Kennen Sie Henning Fritz? Wir sind Deutscher. Und er spielt Handball. Aua. Ja, er spielt Handball. Kennst du den aktiv? Nee. Das gibt's sogar, der ist Weltmeister geworden. Ja, das ist ja schön für den. Mit Heiner Brandt gemeinsam. Hier. Oh, den kenne ich, das ist der Bärtige. Ja, ja, da war er im Tor, der Henning Fritz. Ach was. War ein Knaller. Ja, das glaube ich, wenn er Weltmeister geworden ist. Keine Ahnung. Oh, hier, warte mal, den Blonden habe ich schon mal gesehen da unten. Wie, was ist mit dem? Ja, weiß ich nicht. Auch Handballer, ja. Ist auch ein Handballer, ja. Ja, ist ein Ding. Ja. Aber am 21. Dezember war ja noch was? Ja, und zwar ist da der internationale Welt-Alzheimer-Tag seit 1994. Jetzt hau ich mal einen raus. Fast hätte ich es vergessen. Oh, das ist wieder ein flacher Moment. Füße hoch. Ja, sehr flach, genau. Und 1981, am 21. September, ist die britische Kolonie Belize zum amerikanischen Festland übergegangen. Oh, ja. Was wollten die da denn? Ja. Was sagt er? Was sie da wollten. Was naja, wollen die da? Die wurden halt einfach. Ach komm, ist egal. Die wollten mit dabei sein. Ja, und was hast du noch? Ich habe auch noch einen, ja. 1800. Achso, hier übrigens die Flagge von Belize. Oh ja. Ja. Hättest du gewusst? Oh, die sind gepaddelt, aber mit nur einem Paddel. Ist ja blöd. Ja, aber mit einer Axt. Damit paddelt sich das aber nicht so gut. Ja, aber es kommt wenigstens ein bisschen vorwärts. Ja, das stimmt. Ja. So. 1869. 1869? Wurde in Dresden die Semperoper durch ein Feuer zerstört. Um Gottes Willen. Und deswegen wurde sie auch neu aufgebaut. Hier sehen wir das neu aufgebaute Exemplar. Ja. Ja. Und 18, und das war am 21. September. Si, Senor. Oh Mann, ey. Kannst du eigentlich Spanisch sprechen? No, Senor. No, Senor. Ja. Ja, also, wollen wir vielleicht nochmal Tattoo. Ich habe hier auch ein spanisches Tattoo, übrigens. Ach so, das ist ein spanisches Tattoo. Hier steht, hermano para toda la vida. Das heißt, Brüder für die Ewigkeit. Das ist auch der einzige Satz, die einzige spanische Floskel, die du flüssig aussprechen kannst, oder? Sí, señor. Ja, ich kenne noch mal anderes Spanisches, das heißt, yo quiero una familia contigo, pero tu falda es muy larga. Nochmal von vorne. Yo quiero una familia contigo, pero tu falda es muy larga. Bedeutet, ich möchte gerne eine Familie mit dir gründen, aber dein Rock ist mir zu lang. Oh, ja, gut. Braucht man immer. Ja! Gerade im Nachtleben in Spanien, ganz wichtig. Ja. Habe ich von einem Spanier beigebracht bekommen und er hat gesagt, das klappt immer. Bis jetzt warte ich noch auf das erste Mal. Ich kenne nur Dos Cervezas, por favor. Ja, das ist ja sehr zu dem Barkeeper. Ja, das braucht man. Das ist überlebenswichtig. Ja, oder wie? Oder was? Der versteht auch. Da kriegst du zwei Tequila nachher noch. Ja, wenigstens etwas. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt Bock habt, geht ihr nochmal auf den Kanal von Gonzales und Clint. Die machen so hier Let's Play-Kram. Und da könnt ihr mal hier gucken, wie die zocken. Unbedingt abchecken. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.